Okay. Hier, das. Okay, aber. Oh, wir haben bereits sehr viel verloren hier anscheinend. Gibt's hier nicht eine Möglichkeit irgendwie? Doch, gibt es. Sehr gut. Das hat nicht geklappt. Ich muss hier ein bisschen schlauer vorgehen. Das war Nummer Uno. Aua. Muss ich leider auch einstecken. Und hier auch. Deswegen rennen wir mal ein bisschen durch die Gegend. Oh, wirklich. Komm schon, Spiel. Mach's mir doch nicht unsagbar schwer. Ich renne immer nur dann, wenn es schon zu spät ist für mich. So dass ich meine Attacken nicht machen kann. Das nervt. Und ich kann sie halt auch nicht sehen, weil sie hinter mir sind. Es wird immer nur so grob angezeigt. Das reicht nicht. Hopp, das klappt alles nicht. Ich weiß immer nicht. Manchmal sind sie viel zu weit weg und manchmal sind sie direkt hinter mir. Komm schon. Ich doch. Mann. Puh. Ja, das wird, glaube ich, nicht funktionieren. Oh, oh. Was? War das jetzt gerade nur bei 6%? Uff. Ich hoffe, er hat es... Ja, er hat es nicht. 71%, okay. Oh, oh. Endboss. Ich hätte dich mit deinen Eltern töten sollen. Das war's, Kruger. Ihre Kontrolle endet jetzt. Bei Reflection geht es nicht um Kontrolle. Es geht ums Überleben. Ja, um Iris und das der Familien. Es wird Zeit, dass ihr alle aussterbt. Oh, oh. Das ist das Gebäude. Oh, oh, oh. Same faith. Wenn du Reflection zerstörst, tötest du auch deine Schwester. Nein, ich befreie sie. Wohl kaum. Isabel hat eine chronische Lungenkrankheit. Dank Reflection haben wir sie sehr gut im Griff. Oh nein. Zerstörst du es? Ich kann ihm nicht glauben. Tue ich das? Nun, du hast sie schon mal fast getötet. Jetzt kannst du es zu Ende bringen. Alle um dich herum sterben, Faith. Hast du je in Betracht gezogen, dass du daran schuld sein könntest? Du hast meine Familie getötet. Du hast meine Freunde getötet. Stimmt, das waren nicht wir. Oh, Faith, nein. Mord ist nicht gut. Mord ist immer falsch. Worauf wartest du noch? Stopp das Ding! Cat. Nein. Oh, oh. Cat! Oh Gott. Aber es scheint, als ging es ihr gut. Das war nur so ein kleiner Punkt. Wo ist der Typ eigentlich? Ah, merkwürdig. Naja, gut. Daran haben sie vielleicht nicht gedacht. Was ist los, Cat? Nein. Du bleibst hier. Rede mit mir. Was zur Hölle? Ist sie gerade da runtergerutscht? Okay. Wow. Okay. Bin nicht so ganz sicher. Was zur Hölle? Ich konnte gerade überhaupt nicht kontrollieren, was passiert ist. Ich bin auch irgendwie gerutscht. Okay. Rutschsimulator. Also nochmal. Sieht sie auch kaum auf der Entfernung. So. Auch eine Rolle machen. Ich weiß nicht so recht, was wir hier machen sollen. Ah, okay. Ich bin einfach nur an der falschen Stelle gelandet. Cat. Haben wir sie? Ich glaube, wir haben sie. Cat! Sie war doch da rechts, oder? Ja. Oh! Hör auf!
Was hat er hier erzählt? Ich find's cool, dass sie sich nur verteidigt. Du bist die Tochter von Eric und Martin. Und meine Schwester. Ich habe keine Schwester. Du hast mich verlassen. Ich dachte nämlich schon, dass es daran liegt. Nein. Er sagte, du wärst gestorben. Wie Mom und Dad. Ich habe nur noch geweint. Dann redete ich mir ein, du hättest nie existiert. Es war der einzige Weg. Und schon wieder ein Helikopter. Ich hab's gesehen! Genau wie hunderte andere Luft hier im Fleck! Isabel! Komm, hier geht's! Du musst nicht tun, was er sagt, Kate. Du entscheidest für dich selbst! Ich glaube, wir haben aber gar keine Wahl. Feuer! Nein, nein, nein! Siehst du? Oh. Okay. Oh. Oh. Shit. Wir müssen schnell weg hier. Nicht. Du verstehst es nicht. Ich muss es tun. Was? Okay. Komm schon. Faith. Schnell, schnell. Oh. Nein. Cat. Wir konnten auch sie nicht retten. Oh, okay. Sie hat es zumindest überlebt. So endet die Geschichte. Naja. Ich würde gerne sagen, richtiges Ende? Dass sich die Arbeiter wütend erhoben und Reflection und das Konglomerat in Frage stellten. Aber das ist nicht passiert. Aber es gab keinen Aufstand. Natürlich nicht. Keine Proteste in den Straßen. Krugersek behielt die Kontrolle. Das Leben blieb, wie es war. Beinahe. Wir haben ein bisschen was verändert. Denn etwas hatte sich verändert. Mhm. Und sie hat ihr Tattoo bekommen. Und wir bringen es zu Ende. Okay. Und das war Mirror's Edge Catalyst. Wow. Okay. Sehr, sehr cool. Naja, dann würde ich mal anfangen mit einem Fazit. Das Ende war jetzt sehr... Ich fange mal hinten an. Das Ende war jetzt sehr offen. Obwohl sie natürlich ein bisschen was gegeben hat. So von wegen, es hat sich nicht wirklich was verändert. Aber es hat was begonnen. Sie halten halt was offen für ein mögliches Sequel. Hoffentlich kommt da auch was, weil... Das Spiel ist zwar nicht super großartig, aber ich mag dieses Parkour-Freerunning als Spielkonzept. Das ist sehr cool und vor allem auch nicht so viel Gewalt in dem Spiel, wie zum Beispiel bei Assassin's Creed, wo es um beides geht. Sehe ich dieses Spiel hier im Kontrast irgendwie cooler, weil es mehr ums Rennen geht, weniger ums Kämpfen. Aber ja, das Ende war ganz cool, die letzte Mission war wirklich gut. Natürlich waren neue Spielkonzepte in den letzten Level einzubringen, ist mal fragwürdig. Mit dem Ausweichen hat aber alles funktioniert, das ein bisschen üben und dann geht es ja auch. Aber mal so allgemein im Spiel, ja, Open World funktioniert bei Mirror's Edge, sogar ganz anständig. Die Hauptmissionen waren allesamt gut, die Nebenmissionen waren in Ordnung.
oder auch gut hauptsächlich, die coolsten Stellen für mich persönlich sind immer die Sachen, wo man irgendwas Großes erklimmt, und halt auch Zeit hat dafür. Dann ja, die Weltmissionen, die waren so lala. Also ich finde dieses mit dem Erklimmen, ich mag halt dieses Erklimmen, irgendwas sehen und dann einen eigenen Weg hochfinden, ist immer ganz cool. Deswegen fand ich die Werbedisplays besonders sehr cool. Oder im Besonderen sehr schön. Vor allem, dass man dann auch immer meistens eine schöne Aussicht hatte, war es nicht zu vernachlässigen. Ja, ansonsten das Rennen, klar, das ist immer ganz nett, aber das macht man so oder so die ganze Zeit. Es geht halt dann nur darum, wirklich den schnellsten Weg zu finden. Diese Ablenkungsmanöver, ich weiß nicht, ich mag das Kämpfen in dem Spiel einfach nicht so. Es ist okay, aber es macht nicht wirklich, also es fühlt sich nicht so gut an wie das Rennen. Das Rennen ist schnell und das Kämpfen ist immer so ein bisschen so, und dann ist man eingeloggt und ich weiß nicht. Da könnte man auf jeden Fall noch einiges nachbessern. Dann, ja, ein paar Moves sind dazugekommen gegenüber zum Vorgänger. Die fand ich alle in Ordnung. Dieses, dass man nach und nach besser wird, ist natürlich ganz nett, weil man dann plötzlich neue Möglichkeiten hat, Sachen viel schneller zu machen. Ja, ansonsten, die Charaktere waren okay, also es ist kein Story-Spiel. Dass dieser Flip dass Isabel Kate ist, habe ich so ein bisschen vorausgesehen, habe ich auch gesagt, aber es kam so nach und nach, wo man so langsam, wo es einem so dämmert, so ein bisschen, hier stimmt irgendwas nicht ganz, und dann ist es auch passiert, was dann natürlich ganz cool war. Ansonsten ja, also war vollkommen in Ordnung. Also es war jetzt kein Superspiel, es war keine Offenbarung, aber es hat Spaß gemacht. Und darum geht es ja im Spielen auch. Und hey, ästhetisch ist das Spiel, kann ich nicht anders sagen, wieder sehr schön. Es ist immer, das fand ich schon im ersten Teil, super. Es sieht einfach wunderschön aus. Wenn die Menschen und alles da drin nicht so problematisch wären, wäre das, also dieser Teil, diese Architektur ist utopisch, finde ich. Sehr schön, da fehlt das Grüne, das Pflanzliche, aber das haben wir ja jetzt im letzten Teil gesehen, im letzten Gebäude. Diese Kombination würde es für mich persönlich zu nahe perfekt machen. Finde ich jetzt einfach. Ich habe keine Ahnung, wie lange diese Credits laufen. Ich weiß nicht, ob sie schon einmal geloopt sind oder so. Keine Ahnung. Was könnte ich noch sagen? Ja. Warum Reboot? Ich denke, wie gesagt, es liegt daran, dass es so lange auseinander war, die beiden Teile. Ist in Ordnung. Ich hätte mir eigentlich eher gewünscht, dass wir weitermachen, aber das lag halt daran, dass ich den ersten Teil gespielt habe. Es war sinnvoller, definitiv. Oder, was heißt definitiv? Aber es ist schon, ich sehe den Sinn daran, dass man nochmal von vorne anfängt. Denn jetzt können sie aufbauen, sollte sich das Spiel gut verkauft haben. Ich habe nicht nachgeguckt. Ich habe fast das Gefühl, dass es wieder nicht so gut gelaufen ist. Was schade ist. Dann diese Online-Einbindung habe ich jetzt nicht ausprobiert. Kann ich nicht wirklich was dazu sagen. Ich sehe halt nur an den Runs, dass die Zeiten vielleicht ein bisschen sehr unrealistisch sind. Keine Ahnung, ob wirklich gecheatet haben oder nicht, aber ich halte es halt für sehr wahrscheinlich, weil diese Zeiten da teilweise ja nur einen Zehntel manchmal nur entsprochen haben, was ich gebraucht habe, und ein Zehntel halte ich schon für unwahrscheinlich. Hälfte, vielleicht ein Fünftel, wenn ich richtig schlecht war, aber ja, die Bestzeiten waren dann doch sehr merkwürdig. Könnte man vielleicht ein bisschen versuchen, im nächsten Teil zu überlegen, ob man Multiplayer ein bisschen direkter macht. Muss aber nicht sein, also ich hatte jetzt auch Spaß vollkommen ohne. Was ich da immer ganz interessant finde, ist die Idee, vielleicht ein bisschen Koop reinzubringen. Viele Spiele haben ja Koop, aber ich weiß nicht, vielleicht funktioniert es hier sogar ganz gut, wenn man sich zum Beispiel allein schon daran,
dass man theoretisch zu zweit viel interessantere Stellen erreichen kann, weil man sich gegenseitig zum Beispiel bei Tricks helfen kann. Ne, eine Räuberleiter oder so, das kann beim Parcours sicherlich auch sehr helfen. Und es wäre doch sehr interessant, mal zu sehen, was da dann alles zusätzlich möglich ist. Genauso wie bei Portal zum Beispiel. Bei Portal 1 war man halt alleine, hat viele Möglichkeiten. Portal 2 hat das nochmal verbessert. Aber Portal 2 Koop war ja dann nochmal ein bisschen anders. Noch mehr, noch interessantere Rätsel. Das könnte man auch bei Mirror's Edge probieren. Dann, genau, was mich da auch so ein bisschen an dem Spiel jetzt gestört hat, die Runner Vision war jetzt gut, also in der Open World ist es sehr sinnvoll, die Runner Vision ein bisschen stärker einzubringen, weil man sonst keine Ahnung hat, wo man hin muss. Aber in der Mission fand ich es cool, dass sie manchmal einfach ausgegangen ist. Denn wie gesagt, dieses Erklimmen, da geht es für mich vor allem nicht daran, einfach nur eine Route zu folgen, sondern sich selbst einen Weg zu suchen. Das war jetzt auch in den Hauptmissionen wieder nicht der Fall. Also es gab, glaube ich, keine mehreren Routen, also vielleicht bei ein paar davon. Aber da hätte wieder mehr sein können. Vielleicht habe ich es auch einfach nicht bemerkt, aber jetzt zum Beispiel in der letzten Mission glaube ich nicht, dass es da eine andere Route gab, außer die, die ich genommen habe. Frage ist auch, ob man das braucht. Ich meine, es macht auch so Spaß, vor allem wenn man es nur einmal spielt. Ja, was noch? Eigentlich glaube ich, bin ich soweit fertig. Keine Ahnung, wie lange die Credits noch brauchen. Also ich kann es auf... Ihr habt ja jetzt im Grunde genommen alles gesehen, aber ich kann es im Grunde genommen empfehlen. Vor allem, wenn man halt Mirror's Edge 1 wirklich mochte, dann ist Mirror's Edge Catalyst auf jeden Fall sehr gut. Oder... Also es ist halt ein bisschen anders, das Gefühl, aber man kriegt auch ab und zu mal diesen Flow. Den habe ich im ersten Teil irgendwie noch stärker gespürt. Ich denke mal, das liegt an der Linearität von dem Ganzen, dass man wirklich eine lange Mission, die manchmal eine halbe Stunde oder so geht, durchzieht. Was hier halt nicht so häufig passiert ist. Manche Hauptmissionen waren ja auch nur knappe 20 Minuten lang oder so. Aber ein paar von den Hauptmissionen haben auf jeden Fall ein ähnliches Feeling. Jetzt die letzte zum Beispiel war im Grunde genommen so, wie ich das Spiel eigentlich auch erhofft hätte, wenn es hätte kein Open World haben müssen. Dafür zum Beispiel mehr Missionen wären auch interessant gewesen. Aber das ist halt immer so der Weg, so Richtung Open World. Was mit so einer Art von Spiel eigentlich auch total Sinn ergibt. Aber ja. Mir fällt jetzt erstmal nichts mehr ein. Dann würde ich sagen, danach geht es wahrscheinlich noch weiter. Man könnte Nebenmissionen machen, nehme ich an. Die werde ich wahrscheinlich nicht machen, also ich sehe da halt nicht so die Wichtigkeit drin. Von daher würde ich sagen, ich lasse euch jetzt alleine mit den Credits. Vielleicht kommt noch was, dann sehen wir uns da nochmal wieder. Joanna Kruger, CEO der Kruger Holding, gab heute die Nachfolgerin von Gabriel Kruger bekannt, der seit den jüngsten schrecklichen Ereignissen in Glass vermisst wird. Trotz ihrer Trauer um ihren Vater wird Isabel Kruger die Leitung von Kruger Stack übernehmen. Sie erklärte, sie freue sich auf die Herausforderung.
Also, ich muss los. Deine Schwester leitet jetzt also Krugersec. Interessant. Plastik hat bei Kuma einen Durchbruch erzielt. Ich bin Anlass, um sich bei allen Mitarbeitern in Cascadia für die missglückte Reflection-Einführung zu entschuldigen und versprach eine umfassende Untersuchung. Joanna Kruger, CEO der Kruger Holding, gab heute die Nachfolgerin von Game. Ich bin so froh, diesen Dreck los zu sein. Dafür bin ich dir ewig dankbar, Faith. Und? Was hast du als nächstes vor? Ich werde rennen. Oh wow. Hey, wir haben die Chart abgeschlossen. Na seht ihr. Runner Kit verfügbar, besiege Kruger. Gucken wir mal kurz nach. Hier sind so ganz viele kleine gelbe Dots. Ich weiß nicht, sind das Grid Leaks? Wahrscheinlich, ja. Könnte zumindest so sein. Die Chart hier drüben. Hier steht sie angeblich noch, aber eigentlich ist sie kaputt. Ja. Da hat sich das Minuten, fast eine halbe Stunde hat das, glaube ich, gedauert. Minutenlange Credits schauen tatsächlich gelohnt. Es kam noch eine Cutscene. Naja, dann würde ich mal sagen, das war's jetzt aber wirklich. Das war Let's Play Mirror's Edge Catalyst. Ich bin Dennis, oder Classified P. Wir sehen uns bei anderen Projekten. Tschüss!